Hamburg, hier wieder ein neues Video oder Podcast von Figurmacher on Demand. Und zwar geht es darum, um das Thema Reverse Diet. Was ist denn schon wieder Reverse Diet? Also, die ist schon ein paar Jahre alt und die Reverse Diet auf Bildzeitungsdeutsch möchte man Folgendes versuchen. Ich sage das jetzt wirklich mal auf Bildzeitungsdeutsch. Man hat also eine längere Diät gemacht und der Glaube war ja immer, dass der Stoffwechsel runtergefahren ist, dass er nicht mehr funktioniert. Dabei ist der Stoffwechsel nicht runtergefahren, der Grundumsatz hat sich verringert, weil man abgenommen hat. Wenn man zum Beispiel 10 Kilo abgenommen hat, hat man mindestens 240 Kalorien Grundumsatz weniger. Dann gibt es noch eine kleine Anpassung dazu, also vielleicht auch nochmal knapp 350 Kalorien Grundumsatz weniger. Also der Stoffwechsel ist nicht eingeschlafen, er hat es adaptiert. Wenn es in der Zeit hormonelle Probleme gab, dann hast du wirklich ein Problem. Aber wenn die Hormone gut geblieben sind, beziehungsweise im Balance, dann hast du einfach nur einen geringeren Verbrauch. Und mit der Reverse Diet versucht man jetzt Folgendes. Reverse heißt also umgekehrte Diät, dass man zum Beispiel sagt, das ist jetzt so ein Beispiel, jemand verbrauchte vor der Diät 2500 Kalorien. Nach 10 Kilo Abnahme verbraucht er 2000 Kalorien. Er isst 1200 Kalorien, also ein Defizit von 800. Und jetzt machen wir mit der Reverse Diet Folgendes, dass man jede Woche die Kalorien erhöht, langsam, schrittweise, um auf diese 2000 Kalorien in diesem Fall zu kommen. Das heißt, könnte dann theoretisch 6 Wochen dauern, bis man dann bei 2000 Kalorien ist, das ist die Reverse Diet. Das heißt, man steigert langsam die Kalorien nicht gleich volle Pulle, weil dann gibt es noch eine größere Wassereinlagerung und Darminhalt und so weiter. Dann ist die Gewichtszunahme so hoch, dass jeder sagt, oh, ich nehme zu, Jojo-Effekt. Jojo-Effekt gibt es ja nicht, gibt ja nur eine Rückkehr zu alten Essgewohnheiten und deswegen hat es sich für manche Menschen bewährt, langsam wieder aufzusteigen. Reverse Diet wird manchen Leuten auch noch etwas anders definiert, dass sie sagen, wir drehen mal alles um. Und dass sie auch sagen, wir essen zum Frühstück das, was wir früher zum Abendbrot gegessen haben. Wer also jetzt zum Beispiel eine Diät gemacht hat, abends keine Kohlenhydrate, ja, der dreht das jetzt um, dass er morgens viel Protein und Fett isst und warmes Essen hat, was die zur Folge haben kann, dass weniger Insulinausschüttung da ist, weniger Hunger über den Tag da ist und dann zum Abend hin isst man dann, was man normalerweise morgens essen würde, zum Beispiel Oatflakes oder Oatsnack oder hier so Haferflocken, um halt dann auch besser schlafen zu können, aber halt eine kleinere Menge, ne? Man dreht sozusagen auch noch die Mahlzeiten um. Meine Frage an euch, wer hat das schon mal gemacht? Wer hat das schon mal so berechnet? Welche Erfahrungen habt ihr damit in der Praxis? Hat man damit sehr, sehr gute Erfahrungen? Auf jeden Fall, ich hatte sehr gute Erfahrungen damit, weil man so langsam wieder steigert und kommt dann so zu einem Punkt, dann okay, jetzt ist gut. Jetzt weiß ich, das sind so meine Kalorien, da kann ich mit meinem Gewicht ganz gut halten. Dann kann ich später vielleicht nochmal wieder eine kleine Gewichtsreduktion einschieben. Ich freue mich auf eure Zuschriften und bis dahin schöne Zeit, liebe Grüße, euer Andreas Scholz.